Was geht ab, liebe Wrestling-Fans? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nachdem vor kurzem der Ringside Report Nummer 2 veröffentlicht wurde und auch einige große YouTuber den Modus anspielen durften, liefere ich euch heute die wichtigsten und bekannten Infos zum MyGM-Modus. Bevor wir uns das Ganze jedoch ansehen, empfehle ich euch, meinen Kanal mit einem kostenlosen Abo zu unterstützen und die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt, was News, Infos und Gameplay betrifft und außerdem darüber benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video erscheint. Doch nun ist Schluss mit der Werbung und wir schauen uns das Ganze mal an. Was wäre ein General Manager Modus ohne einen General Manager? Richtig, nur ein Modus ohne Plan und Ziel. Und so hat man zu Beginn die Auswahl zwischen Adam Pearce, Sonya Deville, Stephanie McMahon und Shane McMahon. Mit dem Ringside Report Nummer 2 wurde jedoch bestätigt, dass man auch seinen eigenen Manager erstellen und nutzen kann, was eine fantastische Ergänzung zum Modus ist. Jeder General Manager hat außerdem noch eine spezielle Fähigkeit, auch Power- oder Kraftkarte genannt, welche verschiedene Vorteile mit sich bringt. Wählt man zum Beispiel Adam Pearce als Manager, steigt jede Aktivität um ein Level. Mit Sonya Deville hingegen steigert sich die Moral des gesamten Rosters um 15 Punkte. Wenn man Stephanie McMahon auswählt, nimmt man doppelt so viel Geld von den Zuschauern ein, welche die Show besuchen. Und solltest du dich für deinen eigenen Manager entscheiden, steigerst du die Popularität deines schwächsten Superstars um 20 Punkte. Welchen Bonus Shane McMahon mit sich bringt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wirklich bekannt. Seine Fähigkeit heißt jedoch Coast to Coast. Natürlich muss ein General Manager auch eine Show leiten und dafür hat man die Wahl zwischen Raw, SmackDown, NXT und NXT UK. Eine wichtige Information, welche nicht unbeachtet bleiben sollte, ist, dass es nicht möglich ist, eine eigene Show und Promotion zu erstellen. Mit 4 Shows, welche man leiten kann, hat man jedoch trotzdem eine gute Auswahl, um in den Kampf um die beste Show der Welt zu ziehen. Nachdem man seinen Manager und seine Show ausgewählt hat, wählt man seine rivalisierende Show aus. Das heißt, du trittst nicht gegen die restlichen 3 Shows an, sondern kannst dir deine Show auswählen, gegen welche du gern antreten möchtest. Wie in vielen Spielen kann man auch hier die Schwierigkeit seines computergesteuerten Gegners auswählen. Entweder leicht, normal oder schwer. Außerdem hat man die Möglichkeit, sich für eine Länge des Modus zu entscheiden. Auch hier hat man wieder 3 Möglichkeiten. Der Modus kann entweder 15, 25 oder 50 Wochen laufen. Die letzte Show ist jedoch immer WrestleMania. Inwiefern man nach WrestleMania weiterspielen kann oder ob man alles von vorne machen muss, ist bislang noch nicht bekannt. Auch beim Draft muss man einige Regeln beachten. So startet man zu Beginn mit einem Budget von $2.750.000, mit welchem man auskommen muss. Im Vergleich zu SmackDown vs. Raw 2008 ist das Budget übrigens deutlich geschrumpft. Im damaligen Manager-Modus hatte man ein Budget von $10 Millionen. Außerdem ist das Draft-System rundenbasiert und besteht aus insgesamt 8 Runden, bei welchen abwechselnd du und dein Gegner Superstars auswählt. Nach den 8 Runden ist das Draften optional. Das heißt, du kannst dir theoretisch so lange Superstars zuordnen, bis du kein Geld mehr hast. Man sollte jedoch mit dem Geld sparsam umgehen, da man sonst keine weiteren Free Agents oder Legenden verpflichten kann. Wenn man anfängt, sich seine Superstars zuzuordnen, landet man in einem großen Menü mit Superstars und allen möglichen Werten und Statistiken. Laut dem Ringside Report empfehlen die Entwickler, sich zuerst auf die einzelnen Klassen der Superstars zu konzentrieren. So gibt es zum Beispiel die Giants, Spezialisten, Cruiserweights, Brawler und einige andere. Hierbei soll es wichtig sein, auf eine gute Mischung zu achten, um später durch eine ausgeglichene Card ein gutes Rating zu erzielen. Man kann sich sein Roster am Ende also ganz nach seinen Wünschen erstellen. Jedoch werden einem auch Tipps gegeben, welche Superstars miteinander harmonieren und zusammenpassen. Außerdem gibt es Draft-Empfehlungen, welche auf deine vorherige Auswahl basiert, um das Beste aus deinem Roster und den Matches herauszuholen. Dennoch ist es natürlich sinnvoll zu schauen, wie viel die Superstars beim Draft kosten. Es bringt einem nichts, wenn man sich 3 Top-Main-Eventer für die Show gesichert hat, aber dann kein Geld mehr für weitere Superstars zur Verfügung hat. Weniger ist also in diesem Modus manchmal mehr. Zudem soll es möglich sein, dass man neben dem selbst erstellten General Manager auch selbst erstellte Superstars in seine Shows integrieren kann. Von 2K selbst sind bereits einige Nebendarsteller mit lustigen Gimmicks eingebaut. Um deine selbst erstellten Superstars, aber auch andere Superstars in den Draft-Pool zu werfen, soll man zu Beginn eine Auswahl treffen können, welche Superstars in diesem Pool zur Auswahl stehen sollen. Beim Zusammenstellen seiner Show gibt es ebenfalls viele Details, welche man beachten muss. So hat man die Auswahl zwischen normalen 1 gegen 1 Kämpfen und Tag Team Matches. Diese bieten dir einige zusätzliche Optionen wie zum Beispiel Extreme Rules oder Table Matches, jedoch kostet dich das ein wenig mehr Geld als bei den normalen Matches. Leider gibt es auch hier wieder einige Limitierungen. So ist es nach aktuellem Stand nicht möglich, Triple Threat Matches, Fatal 4-Way Matches oder auch sonstige Matches anzusetzen. Auch die Signature Matches von zum Beispiel dem Royal Rumble oder dem Money in the Bank Event fallen somit aus. Eine weitere Limitierung ist, dass man in seiner wöchentlichen Show lediglich 3 Matches und 2 Promos booken kann. Leider war auch dies bei SmackDown vs. Raw 2008 besser umgesetzt,
zuletzt, denn dort waren bis zu 6 Matches möglich. Was die kleineren Pay-Per-Views angeht, kann man 4 Matches und 3 Promos ansetzen und bei WrestleMania kann man 5 Matches und 4 Promos ansetzen. Natürlich könnt ihr eure Superstars abseits der Limitierungen booken, wie ihr wollt. Ihr solltet dennoch darauf achten, dass ihr für gute Bewertungen auch gute Matches ansetzt. Die Zuschauer werden mehr Spaß an Matches zweier beliebter Superstars haben und eine höhere Bewertung geben, als wenn zwei Superstars im Ring stehen, die nicht miteinander harmonieren. Und auch bei der Häufigkeit des Einsatzes von Superstars ist Vorsicht geboten. Setzt du zum Beispiel Walter zu häufig ein, kann es passieren, dass er anfälliger für Verletzungen wird und sich schlechter regeneriert. Daraus kann auch resultieren, dass er keine Lust mehr hat, für deine Show aufzutreten und am liebsten gehen möchte. Nachdem ihr eure Show gebookt habt, spielt auch die Logistik eine wichtige Rolle. So könnt ihr über die Zeit verschiedene Größen für Arenen freischalten. Jede Arena bietet verschiedene Boni. Beeinflusst werden diese nicht nur durch Einschaltquoten, sondern auch durch vorgegebene Ziele, welche man erreichen sollte. Des Weiteren ist es möglich, eure Produktionscrew mit der Zeit zu verbessern und auch Spezialeffekte und Werbung anzuwenden. All das ist notwendig, um eine Show mit guten Bewertungen abzuliefern. Eine gesunde Mischung aus Superstars und der Logistik ist also wichtig. Eine schlechte Nachricht gibt es übrigens zusätzlich für den MyGM-Modus, welche während dem Ringside Report nicht angesprochen und erst offenbart wurde, als YouTuber aus dem NextMaker-Programm über den Modus sprechen durften. Und so wird es sein, dass man lediglich die beiden World Title für die männlichen und weiblichen Superstars zur Auswahl hat, um Titelmatches anzusetzen. Das bedeutet, es steht kein United States und auch kein Intercontinental-Titel zur Auswahl. Auch wird es nicht möglich sein, Tag-Team-Titel-Matches anzusetzen. Das ist übrigens ein großer Rückschritt im Vergleich zu SmackDown vs. Raw 2008, denn dort hatte man die Möglichkeit, auch Titelmatches für die Midcard und Tag-Team-Szene anzusetzen. Das Ganze ist sehr schade und wirft kein sonderlich gutes Licht auf den Modus. Und zeitgleich wurde dadurch vielen Spielern vorab die Lust auf das lang ersehnte Comeback des GM-Modus genommen. Es gibt übrigens 3 Möglichkeiten, deine Show zu verfolgen. Du kannst entweder jedes Match selbst spielen, es als Zuschauer betrachten oder es direkt simulieren, um die Ergebnisse zu erfahren. Der Zuschauermodus ist exklusiv und bietet dir die Möglichkeit, das Match durch verschiedene Kameraperspektiven zu erleben. Falls du jedoch trotzdem Lust hast, das Matchergebnis zu beeinflussen, kannst du jederzeit als Manager eingreifen und deine Superstars attackieren. Nachdem die Matchcard abgeschlossen wurde, erhält man eine Komplettübersicht mit Sternebewertungen. Dies ist sozusagen der Spielbericht nach jeder Show. In dieser Übersicht wird angezeigt, welche Superstars und Stile in dem Match funktioniert oder aber auch nicht harmoniert haben und welche Superstars sich die Zuschauer vielleicht stattdessen gewünscht hätten. In einer weiteren Übersicht wird einem außerdem detailliert angezeigt, durch welche Matches man seine Einnahmen und Zuschauerzahlen erreicht hat. Neben den vielen Bewertungen gibt es auch eine Spalte mit Social Media Posts von Zuschauern, welche sich die Show angeschaut haben. Hier kann es sowohl positive als auch negative Kritik hageln. Auch im MyGM-Mode wird es einen Ingame-Shop geben. Zwar nicht durch Echtgeld, sondern durch das im Modus erwirtschaftete Geld kann man sich sogenannte Power- bzw. Kraftkarten kaufen, um deine Superstars zu verbessern oder aufzufrischen. So gibt es zum Beispiel eine Wellnesskarte, welche du auf Superstars anwenden kannst, die besonders häufig in Matches auftraten. Damit die Verletzungsanfälligkeit sinkt, kaufst du für den Superstars eine Wellnesskarte und schickst ihn für eine Woche in den Urlaub, damit er in den nächsten Shows wieder voller Energie zurückkehren kann. Man selbst ist im MyGM-Modus zwar der Manager seiner Show, doch trotzdem muss man sich auch hier seinen Bossen unterordnen. So kann es sein, dass dir Triple H schreibt und dir Ziele und Aufgaben auferlegt, an welche du dich als guter GM halten kannst, oder du bist ein böser GM und widersetzt dich deinem Boss. Sich an die Aufgaben und Ziele zu halten, bringt jedoch Vorteile mit sich. Sollte dir Triple H zum Beispiel sagen, dass du Drew McIntyre diese Woche nicht kämpfen lassen sollst und du befolgst diese Aufgabe, so erhältst du am Ende der Show eine Belohnung in Form einer Machtkarte. Neben Triple H, welcher dir Aufgaben und wertvolle Tipps gibt, kannst du außerdem über Textnachrichten direkt mit deinen Superstars sprechen und diese in deine Pläne einweihen. Doch auch die Superstars selbst können sich bei dir melden und ihre Zufriedenheit und ihren Unmut äußern. Wichtig ist, dass man immer auf die Moral und Zufriedenheit achtet. Zum Abschluss noch eine wichtige Information am Rande. Der MyGM-Modus ist leider nicht darauf ausgelegt, diesen online gegen Freunde oder Fremde zu spielen. Vielmehr dient der Modus in WWE 2K22 dazu, entweder gegen die KI oder im Koop gegen Freunde in unmittelbarer Nähe zu spielen. Soweit waren das alle Informationen zum MyGM-Modus und ich hoffe, dass ich euch damit einige Fragen beantworten konnte. Falls ihr noch mehr Informationen zum Modus haben möchtet, findet ihr ganz unten in meiner Videobeschreibung sowohl einen Beitrag von der SmackDown Hotel und auch ein 30-minütiges Gameplay-Video. Was denkt ihr über den Modus? Freut ihr euch nach wie vor darauf, eure Shows zu planen? Oder bleibt ihr lieber beim Universe-Mode, weil der GM-Mode so viele Limitierungen mit sich bringt? Schreibt mir eure Meinungen dazu gerne mal in die Kommentare.
Ansonsten war es das für heute mit dem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, zeigt mir das am besten mit einem Daumen nach oben. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützt und die Glocke aktiviert, damit ich weiterhin die Chance habe, euch mit News, Infos und Gameplay zu versorgen. Solltet ihr außerdem auf Twitter und Instagram unterwegs sein, empfehle ich euch, mir auch dort zu folgen. Denn dort teile ich in regelmäßigen Abständen ebenfalls News, Infos und Gameplay zu WWE 2K22. Also dann, macht's gut, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal, euer Enno.